So, neuer Tag, neues Glück bei Rules of Barcha. Futter zu jeder Zeit. Dari hat eine Idee, wie man die Tiere versorgen kann. Oh. Hört sich nicht schlecht an, die Idee. Wildchili getrocknet. Wildchili fermentiert. Okay. 28 ist ja nicht so viel. Naja. Das da rein. Zwei mit. So, rein damit. Und das Übliche wie jeden Tag. Wir müssen gießen. Ganz viel gießen. Denn die Pflanzen brauchen Wasser. Ohne Pflanzen kriegen wir keine Punkte, die wir halt wiederum ausgeben können. Komm, da geht noch einer. So, das muss mit, das auch. So. Und wir haben alles fertig gegossen. Füllen wir noch auf. Ja, haben wir auch nichts vergessen. Hier mit. Dass da noch eine Wildtomate ist, interessant. Das wundert mich, dass da noch eine Wildtomate ist. Oh. Tiefseestrauß, okay. Ich glaube, der hat es gerade nicht mitgekriegt. So. Und weiter gießen. Es ist schon wieder Donnerstag hier im Spiel, krass. So. Bison und. Okay, wir haben keinen passenden Partner. Das ist auch eine Kuh. Hm. Okay, dann machen wir sie wieder und ihn. Oh. Ja.
So, dann hätten wir alles gegossen. Und was füllen wir noch auf? Und wo ist meine Reitsau? Da. Wir ziehen los. Wobei, wir ziehen noch nicht los. Erstmal hier wieder machen. Wir brauchen Saft. Wir brauchen wieder ganz viel Saft. Und ich brauche ein bisschen was zum Naschen. Ach, ich habe keine Ausnahme mehr. Na, hau rein. So. Ne, das war eine Fliege. Ich habe mich schon gewundert, was schwirrt mir auf einmal auf die Nase. Nee, das können wir nicht machen. Das können wir aber machen. Hier noch Amarante machen. Das auch. Ah, der kann auch mal mit. Na, guten Abend. Na, alles gut? Wie geht's dir denn, Bender? Ich kann's heute nicht sein lassen. Ich muss naschen heute. Ja, ganz gut. Wir waren jetzt in der Nachbarschaft, Nachbarstadt waren wir ein bisschen raus. Da ist halt ein Stadtfest. Also, das heißt das Waldtrupper Parkfest. Und da war ich die letzten zwei Tage mehr unterwegs, als dass ich überhaupt hier online war. Gestern Vormittag habe ich ein bisschen gestreamt. Aber sonst war ich eigentlich nur abends auf dem Fest. Ich war heute Morgen um 4:30 zu Hause. Also von da an war es schon gut. Ja, war ich auch nicht jeden Tag. Also jedes Wochenende. Muss ja, manchmal muss das auch mal sein. Ja, das war schon lustig. So, Bisonfell kann da rein. Ne, Oregano noch nicht. Wo sind die denn jetzt alle? Die sind draußen zum Trainieren gegangen. Ja gut, das bin ich jetzt eher weniger. Wobei, wir waren jetzt eigentlich mehr... Muss ich weiter ausholen. Das ist ja so aufgeteilt, dieses Parkfest, dass es so ist, dass man... Also, wir haben da mehrere Bühnen auf jeden Fall gehabt. So. Und die Bühnen waren halt verschiedene... Wir können den nochmal upgraden? Wie viele... Ah, 10 Tiere. Warte mal, lohnt sich das überhaupt? Können wir nochmal upgraden. Ach, da können nur 7 Tiere rein mehr. Ach so. Das ist was anderes. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir haben da auf jeden Fall mehrere Bühnen gehabt und jede Bühne hat was anderes da gespielt. Ich glaube, da waren eine ganz... Ich glaube, 2 kleine und 2 große Bühnen. Nee, eine mittlere Bühne, kann man so sagen, und eine richtig große Bühne. So. Und wir waren mehr auf die mittlere Bühne. Und da wurde halt... eigentlich nur Elektromusik gespielt.
war dann auch ein DJ und der hat dann Elektromusik gespielt dort. Also die haben schon Stimmung gemacht, muss ich auch sagen. Alte Stufe 2. Ja, ich habe mich eh in den Laufe der Jahre habe ich mich eh zum Alleshörer entwickelt. Auch wenn ich jetzt zugeben muss, ich höre halt eher Rock und Metal. Also, ne? Das ist eigentlich meine Sau jetzt, die ich reiten möchte. Ach so, nee, das wollte ich nicht so nicht haben. Weil ich war ja auch schon auf Wacken. Ich würde auch ganz gerne jetzt hier, sag ich mal, Perucaville gehen oder Juicy Beats wollte ich auch mal ganz gerne gehen. Aber wenn man jetzt einfach nicht das Gefühl hat, man hat die passenden Freunde, die das darauf Bock haben, ist das ein bisschen doof. Ich habe jetzt zu viel geredet. Was ist jetzt nicht dein Fall? Meinst du Rock und Metal? Ja, muss ja auch nicht. Mir ist halt nur wichtig, dass es überhaupt, dass es alles Stimmung macht. Und hat dein Bruder ist Rock und Metal Fan? Ich habe jetzt auch nichts gegen Hip-Hop oder Rap. Sag ich jetzt, so doof sich das jetzt auch anhört. Ich höre auch sehr viele. Ich höre auch hauptsächlich, was, ich sag jetzt mal, was Rap angeht, höre ich sehr viel auch Gamer-Musik. Wie Execute oder JDAW. Dame höre ich auch. Also da gibt es ja schon einige, die ich mir antue. Was bist du denn? Bist du jetzt ein Mann? Bist du ein, warte mal. Du bist auch ein Weibchen. Du bist ein Männchen. Dich gucken wir mal, dass wir zu uns kommen. Oh. Na toll. Eiskalt verkackt. Das nur, weil ich jetzt kurz auf dem Chat geguckt habe. Egal. Besser ein Herz als kein Herz. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich für Strauße habe. Oh, da liegt Mist. Selten mal, dass mich uns nicht so über Kacke freut. Eigentlich kann man das sogar so ein bisschen sagen, dass man da seine Stadt aufbaut. Aber es ist mehr so ein, kennst du Stardew Valley? Also wenn du Stardew Valley kennst, dann kannst du das eher so in diese Richtung vorstellen. Das ist wohl der beste Vergleich dazu. Kennst du auch nicht. Okay. Ja. So, jetzt haben wir zwei Katzen. Wie kann man das denn gut beschreiben? Ein bisschen ist das auch ein, für mich ist das eher hier so wie eine Art Farming-Simulator. Du brauchst halt. Du bist halt neu in. Denn du bist halt neu in der Stadt. Das ist jetzt hier auch der Fall. Und du musst halt gucken, dass du dann dich mehr oder weniger halt hier in den Clan integrierst. Dass du halt erntest, dass du die Ernte abholst, dass du es halt weiterverarbeitest. Und sowas halt. Ich mache jetzt zum Beispiel hier aus Tomate. Hört sich natürlich sehr sinnvoll aus. Ich mache aus Tomate Wein. Aus Tomatensaft mache ich Wein. Und so halt, dass du dich halt mit den Punkten halt immer weiter ransteigerst.
und guckst, dass du halt immer bessere Sachen kriegen kannst. Na hier, ich habe zum Beispiel Weintrauben gekauft letztes Mal bei ihm, weil ich mal gucken wollte, wie viel Weintrauben Wert haben. Und die haben wohl richtig gerade wie viel Wert. Ich kann mir gut vorstellen, dass die zum Herbst kommen. Die Weintrauben hier in dem Spiel. Da ist die kleine Mieze. Wir müssen gleich Fisch fangen. Ja, und so ist das halt. Du kannst ja halt mit den Punkten Sachen kaufen. Ich könnte mir jetzt auch Dekoration für das gemeinte Haus kaufen. Habe ich jetzt aber auch noch nicht gemacht. Kannst ja halt bei den Darmwelt einschleimen. Mein Vater sollte vorsichtiger sein. Er ist nicht mehr so jung wie früher. Ne, kannst auch ein Paar bilden. Na, hier ist das sogar so aufgelistet. Wo haben wir es? Hier. Ist das extra aufgelistet, welche man daten kann. Ja, ich könnte auch als Mann einen anderen Mann daten. Ist halt so. Aber ich für mich persönlich habe mich noch nicht entschieden, welche Dame ich beglücken möchte. Wir haben ein paar Auswahl. Wir haben die Tochter des Oberhaupts hier, das ist sie. Das ist da, wo ich gerade in der Savanne extra rausgerannt bin. Oh, nee, das wollte ich nicht. Dann haben wir noch die Iloe. Bei ihr bin ich bis jetzt am weitesten. Da habe ich jetzt gerade den Saft gegeben. Sogar schon mal den Saft gegeben. Ach, sie mag ihn gar nicht. Okay. Komischerweise, sie mag Tomatensaft, aber okay, Erdbeersaft mag sie nicht. Hm. Dann haben wir noch die Iborn. Achso, die Iloe ist eigentlich mehr so, die will Heilerin werden. Die Iborn ist eher so musikalisch veranlagt. Sie scheint wohl auf jeden Fall Amethyste und Blumen zu mögen. Die müssen wir auch noch ein Geschenk machen. Ja, und dann haben wir noch Dutzende andere Leute hier. Kinder haben wir auch hier. Sie hat sogar noch eine Idee. Oh, ich muss mich... Ja, und manche Charaktere haben Ideen. Die hat auch noch eine Idee. Das heißt, bei ihr muss ich mich auch ein bisschen mehr ins Zeug legen. Die sie halt umsetzen können. Sie hat keine Idee mehr. Die hat noch einen... Okay, die hat auch keine mehr. Die nicht? Nee. Und sie hatte nur diese Idee. Aber ich habe überlegt, irgendwie finde ich sie interessant. Allein schon mit den zwei Augen. Aber die gehört einem anderen Clan an. Also, ne? Die wäre halt interessant, wenn sie auch hier wäre. Ja, und so ist das halt. Du machst halt einen ganz entspannten Abend oder ganz entspanntes Spiel hier. Indem du halt die Sachen abpflückst, erntest und weiterverarbeitest. So, und ich habe mir jetzt vor ein, zwei Folgen habe ich mir die schicke Mütze hier geholt. Den Smilodon-Hut. Und jetzt... Ich bin jetzt gerade überlegen. Möchte ich jetzt einmal kurz mein Outfit noch mal verändern? Ah, du bleibst stehen. Mit dir wollte ich reden. Indem wir jetzt den Smilodon-Gewand holen. Den hätte ich jetzt nämlich ganz gerne haben wollen. So, das ist eigentlich nur rein optisch. So. Jetzt sehe ich respektabel aus. Natürlich war das jetzt ein Witz. Gut, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch ein bisschen mal gucken, dass wir mal die Sachen hier pflücken. Ja, und so ist das. Du sammelst hier Saatgut ein, das du wiederum halt anbauen kannst. Du kannst es auch hinterher kaufen, aber du musst es trotzdem einmal gesehen haben.
Auf jeden Fall ein schön entspanntes Spiel. Es gibt auch ähnliche Spiele wie Coral Island, das habe ich auch gespielt. Das ist auch so ähnlich. Nur halt, es ist halt mehr 3D. Und da hast du halt andere Sachen. Du bist halt auf einer Insel, dann ist die Insel halt zerstört. Du musst halt gucken, dass du die nach und nach auch säuberst und wieder aufbaust. Hast dann auch deine Farm. Oder halt Sachen aufbaust. Und sowas halt um den Dreh. Muss mal gucken, dass ich mal wieder in die Höhlen gehe. Na. Jupp. Die Abkürzung würde ich ganz gerne nehmen. Oh, sind die Bäume wieder gewachsen? Ne, sind sie noch nicht. Ich habe einfach Bäume vergessen zu fällen. Ist auch okay. Das ist aber auch gut. Ich muss ja nicht alle Bäume hier fällen. Ich weiß doch gar nicht, wie lange ich spielen möchte heute. Yo, viel Spaß. Wünsche ich dir auch. Und komm gut in die neue Woche rein. Ciao, ciao. So, da machen wir mal Obst. Jo, danke. Schönen Obstkompott. Pilze rein, Oregano rein, die Pilze auch noch rein. Ja komm, die kommen jetzt auch rein. Der kann auch hier rein. Gut. Nee. Ach, die habe ich noch gar nicht geholt. Warte mal, kann die eigentlich auch schon hier rein? So. So. Eigentlich können wir den doch erweitern jetzt. Bist du jetzt gerade? Da bist du. Ah, es kostet 3000. Was machen wir denn als nächstes? Ich glaube, wir verschenken mal ein bisschen Erdbeersaft an den Leuten. Tanzen mit dem Kitty. Muss ja auch mal sein. Der hat schließlich auch noch eine Idee. Die hätte ich auch noch ganz gerne. Und die Idee, die ich am liebsten hätte, wäre mal endlich eine automatische Wasseranlage. Freya spricht immer wieder davon, in den Wald zu gehen. Ich müsste nicht. Warum? Wir haben alles, was wir brauchen, genau hier. Einmal in der Woche muss tanzen sein. Und mit der schicken Mütze hier. Und einmal Saft kriegt ihr auch alle. Gerald ist sehr ehrgeizig, aber das bin ich auch. Wir sollten einen Wettkampf veranstalten, um den besten Wettkämpfer zu küren. Ja, Einschleim muss beim Clan sein.
Ich möchte eines Tages bei deiner Vereinigung Musik spielen. Ich verspreche, es wird toll. Aber die tanzen auch, jeder tanzt auch anders, ne? Irgendwie hätte ich gerne Lust, dieses Kostüm selber zu tragen. Nee, ich weiß, was sie will. Glaube ich. Ich habe da so eine Vermutung. Wenn wir schon dabei sind. Kriegt einen schönen Edelstein geschenkt. Ob sie den mal mögt, weiß ich nicht. Ist das Ganze in Ordnung? Ich kack ab. Ich brauche Inspiration für ein neues Lied. Irgendwelche Ideen? Der Nachthimmel. Das klingt so romantisch. Ja, super. Passt ja. Chris Saft. Du kriegst auch Saft. Du kriegst auch Saft. Du. Achso, hier habe ich heute schon was geschenkt. Okay. Aber die Getränke müssen. Ah, die sind noch nicht fertig. Was? Der Wein ist noch nicht durch. Du hast wirklich viele Gedanken über dieses Geschenk gemacht. Danke dir. Hm. Können wir die nicht upgraden? Hm. Ja, ich muss in den Berg wieder gehen. Wir sollten uns alle die Zeit nehmen, dankbar zu sein für Parcha und Früheinander. Ja, Parcha ist ja hier. Ich weiß gar nicht, wer genau Parcha ist. Ich glaube, ich würde, wenn ich das beschreiben würde, würde ich sagen, sind das die Urahnen, die sie auf jeden Fall verehren. So. Da haben wir doch eine Gewürzkiste. Wir müssen Ausdauer loswerden. Wir brauchen auch Fisch. Na komm, komm. Angeln wir ein bisschen. Ja, toll. Nee, dann nehme ich lieber dich. Den Himmelsgucker. So. Brauche noch mehr Himmelsgucker. Nee. Ah, das ist schon eher. Boah, nur Dreier hier. Oh. Na, ich muss mich beeilen. Ich muss ein bisschen Ausdauer loswerden. Na komm.
Ich habe keinen Eingang gemacht. Ist schon mies mit dem Unkraut hier. So kann man auch die Ausdauer loswerden. Das ist noch niemals ein schlechter Weg. Aber ich glaube... Na, ich wollte doch zwei haben. So. Das kann wieder da rein. Ah. Doch keine Zeit. Mann. So. Schnell, schnell, schnell. Schlafen. Ich muss schlafen. Schon zu spät. Das Bett ist so weit weg. Puh, das war jetzt knapp. Ist aber auch okay.